Blicken wir auf die Beweggründe für die Amerikaner. Klar, ein langes Verfahren. Jetzt hat man dann tatsächlich den Schlussstrich gezogen, was andere Regierungen vielleicht nicht getan haben. Donald Trump fährt da ganz klar eine andere Linie. In welche Richtung geht das wirklich? Will man sich fokussieren auf China und Russland so nebenbei laufen lassen? Also ich würde, es wird zwar immer wieder thematisiert und China spielt eine Rolle und die neue veränderte geostrategische Ausgangslage spielt in der Tat eine große Rolle, aber sie ist für meine Begriffe nicht zentral, das ist vorgeschoben. Natürlich stößt man sich daran, dass Russland seit Jahren gegen diesen Vertrag verstoßen hat. Und insofern muss man sagen, so wie man Donald Trump eben auch kennengelernt hat in bestimmten Dingen, ist er eben konsequent. Und das wird hier jetzt eben umgesetzt. Und ich habe auch wirklich wenig Hoffnung. Es gibt ja jetzt diese 6 Monate Zeit, in denen man noch verhandeln kann. Es ist erstaunlich, wir haben die Signale schon gehört. Russland hat ja schon erste Angebote gemacht, sozusagen. Wir bieten an Inspektionen, jetzt auf einmal vor Ort Inspektionen. Also so ganz ohne geht das oder spurlos geht es in Moskau eben auch nicht an Putin vorbei. Aber die Amerikaner lehnen das ab. Sie sagen verifizierbare, nachprüfbare Abrüstung innerhalb der nächsten 6 Monate. Und wenn das nicht beginnt, ist der Vertrag sozusagen tatsächlich. Sie haben es ja eingangs skizziert. Es macht sich offensichtlich fest, vor allen Dingen an diesen neu entwickelten Raketen. Das heißt, eine Modernisierung, die offensichtlich eine größere Reichweite hat, mit dem Ergebnis, der Vertrag wird gebrochen. Das würde ja bedeuten, dass von Russland verlangt würde, diese Raketen wieder zurückzubauen. So ist es. Darauf wird sich Wladimir Putin ja nie im Leben einlassen. Darauf wird sich Putin nicht einlassen. Das ist nicht vorstellbar. Das heißt, seine Strategie wird natürlich sein, möglichst jetzt innerhalb des Bündnisses, nach wie vor vor allen Dingen in Richtung Europa, die berühmte Strategie des Divide et Impera, also in irgendeiner Form auf Spaltung angelegt, sodass wiederum die Hoffnung ist, dass die Europäer vielleicht Trump unter Druck setzen könnten. Worauf er nicht setzen sollte, als wir haben ja gehört und wissen, die Bündnispartner stehen in dieser Frage tatsächlich ja hinter den Vereinigten Staaten, so paradox das klingen mag. Sehr, sehr, sehr geschlossen, auch die Reaktion sehr deutlich, unter anderem auch die Bundeskanzlerin. Wer kann denn jetzt diese Gespräche mit den Russen führen? Ist klar, Pentagon und russisches Verteidigungsministerium sprechen eh hinter den Kulissen. Aber wer kann die offizielle Gesprächsführung übernehmen? Wäre das wieder ein Fall für die Bundeskanzlerin? Wäre mit Sicherheit ein Fall für die Bundeskanzlerin. Ich glaube, es wird aber nicht nur irgendwo, also eine von einer Seite ausgehen. Es wird mit Sicherheit parallel aus Richtung der Europäischen Union verschiedene natürlich Vorstöße eventuell kommen. Wie nachhaltig die sind, wie deutlich die sind, ob die eben auch im Namen aller europäischen Mitgliedstaaten, denn das ist eine Bündnisfrage, innerhalb des Bündnisses, nicht der EU, innerhalb des Bündnisses eben getragen wird, das ist eine ganz andere Frage. Ich habe da, muss ich gestehen, wenig Hoffnung, dass man hier etwas erreichen kann und dass Putin sich in irgendeiner Form einlenken lässt. Es sei denn, die einzige Möglichkeit, die besteht, die wir haben, ist, dass die Europäer wirklich Geschlossenheit zeigen und sagen, wir wollen diese Nuklearwaffen nicht wieder, wir wollen keine neue Aufrüstung, aber eben sagen, wir können es auch nicht verhindern, dass wir eben über Alternativen nachdenken. Und das heißt Stärkung eben in Raketenabwehrsystemen, auch im mittelosteuropäischen Raum, Polen, den baltischen Staaten etc., unter Inkaufnahme, dass hier es zu einer Modernisierung und auch zu einer stärkeren konventionellen Abschreckung kommt. Bitte ein Satz, das heißt, uns erwartet jetzt tatsächlich ein neuer kalter Krieg in dem Sinne, dass die Fronten noch härter werden? Nein, das glaube ich nicht, weil die Voraussetzungen auch andere sind. Ich bin kein Freund von diesen Analogien, kalter Krieg. Die Voraussetzungen sind heute ganz andere als eben vor 30 Jahren. Herzlichen Dank, Professor Stefan Fröhlich.